aus dem griechischen Team. Sie hat Großes geleistet hier in den vergangenen Tagen. Ja, da wird sie aufmunternd aus dem Publikum bejubelt. Da wird ihr Name gerufen. Maria schaltet es hier von den Zuschauertribünen. Und sie hat den 7. Rang erreicht im 26er Finale bei dieser Weltmeisterschaft. Und das ist für sie ein ganz, ganz toller Erfolg. Sie hat sich dreimal für das Finale qualifiziert. Seil, Ball und hier den Reifen. Schwierige, ausdrucksstarke Musik, die sie hier umsetzt. Es gelingt ihr, das künstlerisch auf die Matte zu bringen, was die Musik ihr vorschreibt. Sie trainiert seit ihrem 5. Lebensjahr gymnastisch. Und das ist sicherlich der Grund, warum sie dieses Metier in diesem Alter, das heißt in 16 Jahren, so perfekt beherrscht. Schwierige Teile zeigt, sie fängt Vorliebe mit den Füßen, das sind Hüftschwierigkeiten, gerade wenn sie auf dem Boden liegt. Sie verspricht viel Temperament und zeigt dabei diesen Hauch der Leichtigkeit, zur Spitzengymnastinnen auszeichnet. Von Maria Sansa Seru ist sicherlich noch einiges zu erwarten. Für diesen gelungenen Vortrag. Bestes internationales Ergebnis bisher für Maria Sansa Seru. Das waren Jugend-Europameisterschaften 1990.